Weil ist schon wieder Frosty hier. Frosty, der Schneemann, oder was? Nee, ja. Jungs, man zielt richtig kacke, wenn man friert. Na, du zielst auch so kacke. Nee, man, der wackelt dann so richtig behindert. Ja, wenn einem kalt ist, ne? Dann wackelt man halt behindert. Oh, ich hab Mutantenrüstung an, Alter. Muss da total warm sein. Ja, der ist nur eine Rüstung. Dem war auch nicht kalt und der hatte nichts an. Ja, ich würde auch bezweifeln, ob der überhaupt irgendwas gespürt hat. Jetzt gib mal ein paar Knochen her, du Mongo. So, der eine Wagen ist fertig. Der kann abgeholt werden. Wir brauchen mehr von den Mongos, damit wir unseren Totem fertigstellen können. Wo bist du denn da? Ich hol mal, ich hol den. So. Nicht vergessen, im Garten, da könnt ihr auch die Beeren essen, die sind, hab ich gerade schon getan. Ich sehe gerade, dass ich auch noch eine Turtle-Stelle hab. Bauen wir nochmal einen. Welchen? Kann ich den hier mitnehmen, oder was? Nein, 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 hier geht noch mal da hinten, der. Oh. Wo ist denn noch einer? Ja, also bitte. Ach, der steht 30 cm nach links, komm schon! So, hier! Den. Meinst du den hier? Achso, der. Ja, ich geb dir den hier. Dann nimm den mit. Da, der ist auch voll. Der ist auch voll. Ja, aber du wolltest doch erst den anderen weg haben. Ja. Ich erinnere mich noch, vor 5 Minuten habe ich gesagt, du holst die ab und ich bringe sie weg. Mhm. Jetzt holz ich hier. Und ich bring das Ding weg. Alles klar. Moment, warte, geht da noch einer drauf? Ich glaube doch. Ja, oder? Da geht noch einer drauf. Ah, Jungs. Einer drauf. Okay, gut. Wenn einem kalt ist, muss man sich bewegen. Das Gefühl, das war richtig scheiße, dass wir unsere Base da unten hingebaut haben. Warum? Nee, ich denke, die ist eigentlich ganz gut, weil wir können halt nur von zwei Seiten angegriffen werden. Vom Meer nicht und von dem Berg auch nicht. Eigentlich ist das sogar sehr, sehr gut, dass wir die da gebaut haben. Ja, aber... Hm. Also ist halt immer der Weg, ne? Wir haben die Möglichkeit, aufs Meer zu flüchten, wenn wir uns da wieder so ein Floß bauen, ne? Wo ist eigentlich das letzte hin? Das steht doch da, oder? Ach, das steht irgendwo am anderen Ende der Insel, ne? Das haben wir ja irgendwo... Ne, hier links, da ist doch so ein kleines Ding, das ist doch das Floß, oder? Das große. Ja, aber warum fliegen denn die Baumstämme vom Wagen, wenn ich die Mauer baue? Wahrscheinlich, weil du mehr als zwei aufnimmst. Dann schmeißt er die hin, oder? Oh, das macht Sinn. das ist gut zu wissen. Ja, sehr gut. Danke. Dann versucht er direkt so 6 Stück oder so aufzunehmen. 3 auf jedem Arm. Ja, aber der Wagen ist noch fertig. Nicht mehr so viele, ne? Ne, wir sind gleich fertig. Wir haben übrigens voll viele Steine so. Ist doch gut. Moment, keine Ausdauer. Noch voll mit Steinen. Vielleicht sollten wir auch nochmal so einen Rockholder machen. Noch ein. Aber kann man eigentlich mit den Steinen anfangen? Lohnt sich das überhaupt? Ein Lagerfeuer bauen und so weiter. Und einen Steinweg. Ja, oder wir bauen gleich dann mal eben schnell die festen Lagerfeuer da schon mal hin und knallen die Steine rein. Dann können wir wieder neu aufnehmen. Machen wir was zu essen hier. Oh, lecker Bein. Heute essen wir Bein, Jungs. Heute gibt's ein bisschen Eisbein. Also. Kannst du mitnehmen. Hey, schon, da ist wer. Lecker, schön, mega. Na, komm her. Na, komm her. Wo meinst du, das ist so eine Aktivistin aus Russland, die da mit nacktem Oberkörper rumlaufen? Oh, jetzt werden wir aber politisch hier. Ich sag da nichts dagegen. Lecker, lecker Wasser. Ich kann sich auch nicht entscheiden. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Wasser. Erstmal was trinken. Feldbeutel. Trink. Trink. Wie trinkt man denn? Ich hab doch die Feldflasche. Wieso kann ich daraus nicht trinken? Trinken. Achso, man muss die aus... Ah, man muss die im Inventar ausgerüstet haben. Ah.
Ja, du kannst sie auch einfach nur ausrüsten und dann hältst sie in der Hand und dann, weiß ich nicht. Lol, in unserer Base sind ganz viele Menschen. Ja, dann mach das Ding doch zu. Wofür steht... Die sind in unserer Base. Ich bin hier gerade am Lagerfeuer und wollte was zu essen haben hier so. Und dann kommen die einfach vorbei. Das Dings... Ja, egal. Warum werden das eigentlich immer mehr? Das wird richtig anstrengend mittlerweile. Ja, weil wir eine Basis gebaut haben. Und der Totem ist... Ich glaube, das liegt halt echt daran. Wir sind hier so lange schon an der Stelle, dass die irgendwie, sag ich mal, praktisch checken, dass wir hier sind, ne? Und dann so versuchen nach und nach Raids gegen uns zu machen. Raids. Ist das nicht auch so in anderen Spielen immer? Was, mit den Raids? Nein. Das auch. Ja, ich wollte gerade sagen, heißt das, wir wollen jetzt gleich WoW spielen? Kommt her, kommt her. Wo bleibt wegen ihr? Schrei nicht so rum. Ja. Mach deinen Balzruf anders. Weißt du, Leute, jetzt kommen die alle auf mich. Schon, Hilfe. Ja, Jan, die gucken doch nur. Guck. Die sind friedlich, siehst du? Jo, was geht? Halt. Pass mal auf. Geht mir auf die Eier, Alter. Der Wagen ist hier wieder. Ihr seid sowas von tot. Aua. Dann das sind doch bloß ein paar Gaffer. Ey. Darauf haben wir uns nicht geeinigt. Aua, die machen mich fertig, Alter. Oh, ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Schauen, wir brauchen gleich mal dein Repair Tool. Okay. Ja, Pamio daneben. Alter, halten die viel aus. Jetzt hör auf, wegzulaufen mit deinen orangen Mongo-Händen. Ich schnitzel dich und ich hoffe, du bist jetzt endgültig tot. Jungs, Tor auf. Bin gerade hier beschäftigt. Im Moment. Ist gerade nicht alles so leicht, Leon. Das Leben ist gerade ein bisschen härter geworden. Da fliege ich doch in der Falle. Die Falle wurde schon ausgelöst. Von wem? Von einem von dem Viecher. Okay. Meine Fresse, wie oft muss man die denn schlagen, Alter? Heftig, ne? Wie baut man nochmal dieses Repair-Tool, Tom? Weiß ich nicht. Wo hast du das gefunden? Keine Ahnung. Versuchst du irgendwie mit dem Stick oder so? Oder mit Seil? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht war es Klebeband. Oder? Ne, keine Ahnung. Reparaturwerkzeug. Baumharz, Stoff, Stein. Baumharz, Stoff 2. 10 Baumharz. Stoff. 2 Sticks. Ganz schön teuer, das Reparaturwerkzeug. Was für tatsächlich ein Baum ist, das euer Ernst? 2. Oh, 2, ja. Noch schlimmer. Was passiert, wenn ich jetzt R drücke? Dann sind die weg. Nee, C ist weg. Ich hab ein bisschen das Haus ramponiert gehabt. Okay. Weil... Ich bin da aus Versehen. Hast du jetzt schon gebaut oder soll ich noch eben? Aus Versehen mit der Kettensäge da gekommen. Was meinst du schon? Nee, ich habe gefragt, ob Janis das Repair Tool jetzt schon gebaut hat oder ob ich. Hab ich schon gebaut. Achso, nice. Ist teuer. Ich find's jetzt aber trotzdem komisch, dass ich das über die ganze Map höre. Warte, warte, nimm den Kopf, den brauchen wir doch noch. Dann hack ihn schnell ab. Das ist auch ein gutes Bild. Go for it. Nein, noch ein Arm. Du hast den Arm abgehakt. Jetzt komm. Wie so ein Wahnsinniger da drauf am Rumhacken. Nimm ihn. Ich hab ihn. Okay. Ich hol mir was zu essen im Garten. Der Garten war übrigens eine richtig gute Idee. Ich kann den Kopf grillen. Boah, wie viel Wasser in den Dingern jetzt ist. Mhm. Ja, wir halten uns ja jetzt länger auch hier auf. Das stimmt. Warte mal, ich baue mal direkt noch so ein Ding, weil ich habe ja noch eine Turtle Shell. So. Keine Sticks, aber die Shell ist schon mal drin.
Was wollte ich tun? Fertig. Hast du meine Kettensäge wieder aufgefüllt? Knochen. Warum, was knüppelt hier gegen? Tja. Über sagen, es ist kein Freund. Kann ich das Tor aufmachen? Warte. Sieht nach nicht viel aus, ja. Nicht viel ist gerade in unsere Basis eingedrungen. Nicht viel. Komm her, Junge. Heißt der Dude nicht viel? Nennen wir ihn einfach nicht viel. Ja. Nicht viel hält ganz schön viel aus. Hey, nicht viel, wie geht's dir denn so? Der hat den nächsten Kopf vor. Aua! Ja, Jan schiebt der Dino schon mal nach oben, schon macht den eben. Oder so. Muss konsequent vorgehen hier. Wie geregelt das hier im Moment alles abläuft bei uns. Ja, erst roden wir den Wald, dann kommen die ganzen Einwohner, weil die nicht wollen, dass wir weiter bauen. Ey, Jungs, ich kann nur einen Kopf tragen, Jungs. Erkundet genau, die und dann Zeit. Schlachten wir die Ureinwohner ab. Ja, genau. Oh mein Gott, wir sind das pure Böse. Leute, er wirft jetzt auch mit brennenden Sachen. Er hat einen Molly. Oh, was ist passiert? Er hat den Schlitten angezündet. Der hat jetzt auch einen Molly. Was wird das hier? Oh, ist das schwierig. Was, das... Jungs, wo ist der Kopf? Oh. Ja, da ist ein Pfeil drin. Ja. Wie kommt der nur da rein? Ich komme. Ja, Jungs, zwei Köpfe noch. Einen brauch, also so, zwei wollen wir noch. Einen habe ich noch. Und hier ist der zweite. Der müsste nur abholen kommen. Oder wir nehmen einfach den hier oben. Ey, ohne Spaß mit denn. Die Pfeile sind viel stärker als das Katana, ne? Ja, aber ist halt so. Ja, aber vielleicht ist das Katana halt schneller im Zustand. Ich treffe mit dem Bogen eh nicht. So. Anzünden. Komm, gib ihn. Hier ist noch eine Leiche, hab Jungs. Extra Kopf. Falls noch jemand Rüstung will. Boah, das sieht aber... Das sieht echt grotesk aus. Da hätte man sich aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Das sieht ja richtig hässlich aus. Kann man sich daran aufwärmen? Ich glaube, man kann sich daran nicht aufwärmen. Da liegt noch was drauf. Ist das am besten nicht? Sag das doch, bevor ich das esse. Da liegt noch was drauf. Alles klar. Ist das am besten nicht. Sorry. Ey, der Baum hier ist neu, oder? Wenn wir den wachsen lassen, dann wird er wahrscheinlich mal ein ganz großer raus. Nice, ja. Dann wird er mal ein ganz großer. Da liegt noch ein bisschen was zu essen drauf. Ist das mag. Nicht? Ne, dieser kann er ruhig essen. Okay. Ist das der Baum mit dem Harz? Ne, ne? Ich sehe schon. Da ist eine Signalfackel neben Jan. Die Fackel, die auf der Map ist. Siehst du die? Die Flagge? Die Flagge, genau. Die Fackel. Genau. Welche von den vier? Die gelbe. Ja. Ach, die da hinten, okay. Da. Oh, den Baum fällt. Nicht kaputt machen. Nimm es doch auf. Wie viele Baumstämme brauchten wir jetzt noch? 108. 108? Ja. Das ist doch für nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag Bäume zu fällen. Bauen wir jetzt direkt die Hütte da, oder was? Ich dachte. Ja. Ist die Mauer fertig? Was ist diese Hütte? Ist das so ein Ding zum Schlafen? Ja, ich nein, denke ich glaube, ich habe das eher als Dock gesehen. Boah, man könnte da noch was rein. Ich glaube, man kann da noch so ein Bett reinhauen. Das ist eine Hütte, ein Dock sieht anders aus. Ja, wir können da doch gleich noch ein Bett reinhauen, dann können wir da pennen und speichern. Schon haben wir keine Probleme. Ich dachte, Probleme. Weil das so einen Zugang zum Wasser hatte, dachte ich, jetzt hat man da ruhig so sein Schiff dran machen könnte. Guck mir halt mal an, warte mal. Das heißt, wir müssen mindestens 25 Bäume fällen. Also 26, 27 Bäume müssen wir fällen.
So, bin fertig. Und zurück. Es sei denn, ich soll weiterhaken. Ja, nur du bringst halt eben zurück. Nee, nee. Dann mache ich, mach ich voll. Pass schon. Ja. Nee, dieses Ding ist ein Haus ohne Ausgang. Okay. Hey, das ist hier ein Baum zu viel, Jan. Dann lass den neben dem Feuer liegen. Soll ich eben weiterhacken und du, ich weiß nicht, Sean, kommst du direkt wieder nach oben? Wir meinen. Ja, ich komme jetzt gleich. Ja, ich okay. Weil dann würde ich hier warten und du. Oh Gott. Schieb! Schieb! Los! Brauchst du Hilfe, Leon? Weiß nicht. Da sind so ein paar Freunde hinter mir, ne? Also. Du bist durchs Feuer gelaufen. Da war. Oh Gott. Ja, wie höre ich, hör ich denn auf zu brennen? Wasser? Hinlegen? Abwarten. Wir könnten auch eine. Irgendwie. Plattform nehmen, ne, Jungs? Läuft das mit dem Totem nicht so? Oh, sind das viele, Alter. Denkst du, ein Totem hält die davon ab, hier nicht mehr reinzukommen? Oh, die haben mich umkreist. Haben mich umzingelt. Also die Mauer ist jetzt fertig, wie ich dazu mitbekommen habe. Ne, da fehlen noch zwei. Achso. Ja, jetzt guckt er doof, ne? Hör ich euch hier mit Mollys ab. Kommt her. Mach ich die eben fertig, die Mauer. Kommt alle her. Kommt alle her. Oh, brennst du jetzt? Ist aber blöd. Oh, oh, fuck, 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 fuck. Ich brenne auch. Jungs, helft mir, ihr müsst sofort helfen. Helf, komm. Ich kann. Ich baue hier gerade Ding gerade fertig. Schon, komm, komm. Ey, aber lass vielleicht echt nochmal drüber nachdenken, ob wir nicht erst so einen Steg bauen sollten oder das Haus dann etwas weiter auf den Steg rein. Weil wir können von dem Haus aus nicht weiterbauen. Oder. Das sind halt keine Ausgänge. Ja, dann wir bauen nochmal einen extra Steg. Soll ich das jetzt hier fertig machen oder soll ich das nicht fertig machen? Ja, warte erstmal, lass es mal Jan helfen hier. Oh, fuck, Alter. Du dumme. Das kann doch nicht sein. Du kriegst jetzt hier auf die Schnauze. Das Gefühl, dass ich sein wird. Ja. Okay. Ihr wolltet so, ihr könntet so haben. Ich brenne nicht, ich friere. Los, verschwindet oder ich jage uns hier alle in die Luft. Komm schon, oder nicht? Ich muss zum Lagerfeuer, sonst sterbe ich. Leon, helf mir mal. Es hat niemanden getroffen. Kann ich rennen? Mach mal das Lagerfeuer an. Leon, mach das Lagerfeuer an. Ja, ich mache schon das Lagerfeuer an. Ich bin fast da, Leon. Sofort. Das können wir nicht irgendwie eine Plattform da an die Mauer bauen mit einer Gendling oder so drauf, Alter. Das ist dein Problem. Ich hab nichts mehr zu essen. Moment mal, was macht der da kaputt? Dich hole ich. Wenn du jetzt das Beet kaputt gemacht hast, dann mache ich dich kaputt. Du darfst gerne zuhören. Ja, ich mach Backstabbing hier. Ja, aber Gratulation, Jungs. Wir haben die Mauern fertiggestellt. Hätte ich eigentlich nicht mehr mit gerechnet, ey. So. Ich brauche jetzt noch einen Lockholder. So, alles, was ich jetzt an Rüstung verloren habe, darf ich mir jetzt schön wieder einsammeln. Baumstammlager, sehr schön. Ich glaube, das ist ein Arm, den ich gerade gegessen habe. Nee. Doch. Habe ich nämlich draufgelegt. Ich muss auf jeden Fall was essen wieder. Ich habe kein Fleisch. Hast du Fleisch schon? Hast du Fleisch, Leon? Irgendwas? Ich habe keine Schokoriegel. Ich habe aber ich habe auch Hunger. Ah. Wir brauchen noch irgendwie eine sichere Essensquelle. Guck doch mal bei den Büschen, ob du da die Bären fressen kannst. Irgendwelche Vögel oder so hier? Hat wer Sticks von euch? Ich brauch Sticks, ganz viele. Ich hab einen einzigen.